Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Silent Hill 2, dem Remake hier bei mir im Kanal. In der letzten Folge haben wir ja die zwei Münzen bekommen für das Rätsel da drin. Eine fehlt uns noch, wir wissen, wo sie liegt. Sie ist im Müllschacht. Gefunden haben wir sie schon, nur wir wissen immer noch nicht, wie wir da rankommen. Ja? Gut, uns geht's nicht wirklich gut. Ich möchte nur kurz mal, Medizin haben wir gar keine mehr. Yes, alles Klärchen. Ich würde sagen. Und wir haben auch keine Munition mehr. Das ist doch fein, oder? Das ist doch echt fein. Das heißt, Munition müssen wir generell jetzt ein bisschen sparen. Da ist sie drinnen. Da müssen wir irgendwie hoch. Und da ist mir eingefallen, es ging doch hier irgendwo in den dritten Stock, ne? Hier war, glaube ich, Eddie, oder? Ja, hier war Eddie. Eddie ist offensichtlich mittlerweile weg. Hier geht es nicht weiter. Wie sind wir denn da hochgekommen? Ist von Mal zu Mal, wo ich hier aufnehme. Ich kann hier leider nicht so viel an einem Stück aufnehmen. Das halte ich einfach nervlich nicht durch. Genau, das habe ich gemeint. Hier. Hier sind wir ja durchgekommen und der dritte Stock, der ja gesperrt ist wegen Renovierungsarbeiten. Da wollen wir jetzt hoch, ne? Ich gehe mal ganz, ganz stark davon aus, dass wir diese Folge wieder einmal sterben werden. Ich glaube, das lässt sich nicht vermeiden. Okay. Kann ich die gleich mal laden? Danke. Generell sollten wir vielleicht ein bisschen darauf achten, Munition zu sparen, ne? Sieht man nicht durch. Oh. Stirb doch, du. Fuck, ey. Geht schon wieder gar nicht gut, ne? War da noch jemand? Wir brauchen echt Medizin, mehr Medizin. Habe ich vielleicht am Anfang zu viel Medizin? Ah, da schau her. Das kannst du dir gleich mal gönnen. Habe ich am Anfang zu viel Gesundheitstränke und Injektionen verbraucht? Was meint ihr? Oh, fuck. Ich kann auch gar nicht so schnell ausweichen wie die, ne? Das liegt aber an meinem Skill, glaube ich. No. Mist, eh. Mist, 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 Mist. Du bist gestorben. Unser zweiter Tod. Ich kann gar nicht so schnell ausweichen, aber das liegt, glaube ich, an meinem Skill. Aha. Ja, super. Ja, super. Schön wäre es halt, wenn wir hier irgendwie geheilt dann wieder aufstehen, ne? Das würde auf jeden Fall Sinn machen. So. Aufnahme habe ich. Ja, gestartet. Sehr schön. Gut, ich speichere jetzt gleich hier, damit wir uns den Weg ein bisschen sparen. So, yes. Okay.
Die hauen halt voll rein und ich kann nicht so schnell ausweichen. Das geht einfach nicht. Ich gehe mal davon aus, dass jetzt wieder beide da sind. Nicht den einen, den was wir schon umgehauen haben, dass der jetzt weg ist. Wir laden die Waffe, den vier Kugeln. Wo ist er? Einer versteckt sich hier offensichtlich. Ah! Fuck. Jetzt bin ich aber erschrocken. Ich komme hier nicht weiter. Ich komme nicht weiter gerade. Boah, bin ich jetzt erschrocken. Ja, das wird eine ziemliche Sterbefolge offensichtlich. Ich habe halt echt nichts, was ich mal reindrücken kann, ne? Und ich will nicht die ganze Zeit irgendwie Munition verprassen. Es fehlt hier mir persönlich leider an Skill. Machen wir es mal auf diese Weise. Uah! Wieso steht der jetzt auf einmal hier? Spinnst du? Du Scheißviech. Er weicht immer hier irgendwo aus. Fuck, ey. Der andere ist da hinten. Ich lasse den jetzt mal da hinten sein, ne? Fuck, 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 fuck. Häng. Wenn ich nicht irgendwie Heilung krieg vorher, dann komme ich da nicht mehr rein. Ich bin voll angeschlagen, ne? Seht's eh. Alles ist rot. Ich spiele übrigens auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad. Also auf normal oder wie das. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie es geheißen hat. Wäre vielleicht besser gewesen, ich hätte hier fürs erste Mal auf leicht gespielt. Er versteckt sich jetzt hier rechts. Okay. Oh! Er versteckt sich gar nicht. Vorsicht, da ist der zweite drin. Erwischt das Scheiß-Vieh nicht. Ich hoffe, das war jetzt der, was sich da versteckt hat, ne? Ja. Leider immer noch nicht mehr Heiltränke hier drin. So, wir wissen, da ist einer, ne? Wenn ich das jetzt hier ausmache, sehe ich nichts, ne? Hier liegt da noch irgendwas für uns? Nö. Oh, Heilung. Nee.
Wir kriegen sehr, sehr viel Munition, aber ich brauche leider auch die ganze Munition, ne? Ich verbrauche sie leider auch die ganze Zeit. Hier ist noch ein Brief. Ich weiß, dass hier etwas ist. Ich weiß es. Ich kann es spüren. Alles sieht ganz normal aus, aber das ist es nicht. Tief unten, da pulsiert etwas, versucht hervorzubrechen, oder? Oder sollte ich zu ihm gehen? Ich muss es freilegen, es aus seinem Versteck reißen. Ich hätte lieber einen Heiltrank gehabt. Das ist die Notiz. Ich höre doch hier was, oder? Da weißt du ja auch nicht, was du dem Ding hinschießen sollst, ne? Achso, das ist nur dieser Fetzen hier. Oh, komm, gib mir Heiltränke. Schalalalala. That's not so nice. Oh. Scheiße. Das war's schon wieder. Das war's schon wieder mit der Munition. Fuck eh. Entschuldigung, sagt man nicht, ich weiß. Ist hier irgendwas drin? Ich höre schon wieder ein Radio. Okay, langsam verliere ich echt hier die Orientierung, ne? Ich höre schon was. Ich habe halt keine Medizin, ne? Fuck. Wo ist es? Irgendwo hier. Da drüben müssen wir durch, schau her. Was ist das? Bloody Apple! Saft in Dosen, okay. Ah. Das Spiel sagt uns ja schon, was wir tun müssen, ne? Okidoki. Wir brauchen trotzdem Heilung. Ganz, ganz, ganz dringend. So kommen wir auf jeden Fall an die dritte Münze ran. Fuck eh. Wo bin ich jetzt wieder? Ah, hier ist das Treppenhaus, oder? Zwischenspeichern. Ich mache jetzt nochmal einen neuen Speicherstand zur Sicherheit. Ich weiß nicht, was mir da unten jetzt gleich wieder erwartet. Bei der letzten Münze waren es ja 5 oder 6 Gegner, ne? Ich glaube, ich habe einfach zu viel geschossen und zu viel
So, ich habe zu viel geschossen, zu viel Heiltränke und so rausgeballert. Ich hätte wahrscheinlich mehr. Hat mir hier zufällig jemand einen Heiltrank hergelegt? Nee. So, jetzt wird's lustig. Drei glänzenden Münzen. Fünf Löcher darin. Unter dem Baum sitzt sie. Singt vor sich hin. Der Wind erweht der Magd in den Rücken. Allein wächst das Blümelein voller Entzücken. Und dann kam der Mann, so edel und schmal, mit goldenen Augen im Mondlicht aschfahl. Münze Frau. Schlange, Mann, Mond. Der sitzt unter dem Mond, ne? Die Frau hat es geheißen, sitzt in der Mitte. Der Wind erweht der Magd in den Rücken, allein wächst das Blümelein vor Entzücken. Blume würde ich jetzt hier sagen, na, Wind ist auch da oben. Er schaut ihr in den Rücken. Warte mal, da kann ich drehen. Oh! Nein, das geht nur weiter. Der Mann, er kommt näher, er zückt seine Klinge, sie scheint so hell wie Silberringe. Die Magd, sie flieht weit weg von dem Mann, hin zu der Blume, vom Baum weg sie ran. Sie geht eins nach hinten, ne? Er geht eins nach vorn. Eine Klinge. Wo die Blume einst wuchs, ist ein giftiger Schein. Wo die Magd einst lag, ist nur noch ein Stein. Und über dem Grab ist des Mannes Gesicht. Seine Klinge, sie traf die Schlange nicht. Wo die Blume einst wuchs, ist ein giftiger Schein. Da haben wir ja eine Schlange gehabt, ne? Was ist hier auf der Rückseite? Das ist das Grab. Die gehen wir hier hin? Nö. Und drehen sie um. Und über ihr geht das? Da oben würde ich den gern rein. Er steht ja über ihr, ne? Die boshafte Bestie, sie biss schnell zu, erbettet die Magd zur ewigen Ruh. Auf dich fällt die Entscheidung schwer, wer trägt die Schuld in dieser Mär? Die boshafte Bestie, sie biss schnell zu, er bettet die Magd zur ewigen Ruh. Die Schlange biss zu, erbettet die Magd zur ewigen Ruh. War ja gar nicht so schwer. 201. Aber wir sind trotzdem immer noch ziemlich am Ver ableben, ne? Okay. 201.
Es war ein 201. Ganz ehrlich, wäre ich James, ich wäre schon längst nach Hause. Warum da der Frau nach, ne? Doch gerade was gehört. Da, Heilung. Was ist hier? Okay. Warum hat er uns jetzt nicht geholt? Der Pyramidenkopf nennt man den, glaube ich, ne? Ja, nein. Betritt zum ersten Mal die Alternativwelt. Wir sind jetzt in einer alternativen Welt. Und natürlich ein Monster. Dass du nicht töten kannst, geht an dir vorbei und geht da durch eine Tür und wir laufen nach, natürlich.
Ja, wenn ich gleich einen Heiltrank finden, sind wir down. What the fuck? Haben wir noch Muni? Ja, 4 Schuss. Eine Alternativwelt. Ja, servus. Das Dilemma, in dem ich mich befinde, ist ganz einfach. Wenn wir jetzt eine Heilung finden, dann müssen wir es alles nochmal machen. Das ist zumindest mal Munition. Okay. Stairs. Ich bin gerade extra ein bisschen vorsichtig, Leute. Jetzt mit dem passiert. Ich habe nur mehr 2 Schuss, ne? Utility Room. Zu. Drücke, um eine Wand zu durchbrechen. Okay. Okay, man sieht sie jetzt, ist Wände auch schon. Mit Klopapier. No. Oh, no. Da hängt doch was in der Ecke, oder? Nee. Fuck, wo ist denn das Viech jetzt hin? Da, Heiltrank, Heiltrank, nimm ihn! Kann ich den herpullen? Kann ich. Der muss ja da jetzt durch, ne? Uah! Scheiße. Ich komme mit der Steuerung einfach nicht klar. Ja, nicht so schnell. Bleib da, mein Freund. Ich glaube, das sollte nicht drinstehen, ne? Ich weiß jetzt nicht, wo der andere ist. Muss irgendwo da draußen sein. Der muss. Da ist er. Yes, das hat jetzt gut funktioniert. Zerplatzt der auch? Nee.
Das hat jetzt mal gut funktioniert. Was? Cookies. Macchiato. Kann man da auch was drin finden? In so Schränken? Also Glasdinger? Ich habe sicher schon voll viel übersehen, ne? Okay, das war jeder eine, der sich hier verkrochen hat. Boah, Leute, ey. Brauch echt einen Speicherpunkt. Das müssen wir jetzt alles dann nochmal machen, falls wir sterben. Will nicht. Ich will nicht. Ems, lauter Ems. Okay. Boah, ich bin so angespannt. Ist das etwa die Marito-Tür? Ja, wo sind wir hier gelandet? Speicherpunkt. Nicht übermütig werden, Marito. Oh yes. Soll ich den jetzt schon nehmen oder nicht? Das ist wieder ein Rätsel, ne? Gleich schauen wir uns an. Ist zu. Erst hier alles durchsuchen. Henry hat Angst vor Scott. Er flieht und sucht das Weite. Er fliegt ganz flink nach Westen, auf die andere Seite. Doch Mildred kommt zu ihm. Leer ist ihr Gesicht. Scott liegt ganz flach da, sah ihren Abstieg nicht. Ja, genau. Scott. Okay, an der Uhr fehlen ganz eindeutig die Zeiger. Wir müssen wahrscheinlich hier den Zeiger finden oder die Zeiger finden. Und ich vermute mal so anordnen, ne? Vermute ich mal. So. Erstmal speichern. Aus 7 Days bin ich ja gewohnt, ich gehe mal dorthin, wo die Fuck! Ha. Hat da gerade jemand geklopft bei H? Was, ich nehme den Drink gleich, ne? Dann geht es uns einmal wieder ganz gut.
glaube, das werden wir brauchen. Warum ist meine Lampe aus? Oh fuck. Ich komme wieder nicht weg. Irgendwie bin ich hier gefühlt nur dauernd am fast abkratzen. Na komm. Nichts drin, ne? Ich höre doch hier schon wieder was. Es fehlt an allem. Hauptsächlich an meinen Skills. Ich bin halt solche Spiele überhaupt nicht gewöhnt, ne? Injektion. Hätten wir Dosenfutter. Sonst ist hier nichts, ne? Okay, wir müssen hier wieder mit dem Kopf durch die Wand, ne? Oh! Was war das? Das sind Käfer. Wo? Es pfeift doch noch. Was ist das schon der Nachbarraum? Nix. Oh! Kommt denn der auf einmal her? Fuck. Sieht man das? Wie ich Gänsehaut hab? Okay, Spielzeug. Taschentücher. Schränkchen. Kann nicht irgendwo mal ein Heiltrank sein. Okay, Magazin ist voll. Gott, warum habe ich mich dazu überreden lassen? Okay. There's a point with no return. Das kann nicht gut gehen, oder? Ah, hier schon? Hä? War ich hier schon? Da liegt noch einer. Hä? Oh, 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 oh. Nice. Den semmeln wir uns gleich rein. Hier war ich doch. Hier liegen überall Leichen. Stehen die wieder auf?
Irgendwie habe ich so ein ganz, ganz blödes Gefühl dabei. Die stehen doch sicher gleich auf, wenn ich irgendwas tue. Oh. Fuck. Die stehen doch sicher auf, wenn ich... Die kann ich doch irgendwie gleich triggern, oder? Scheiß Vieh. Da ist wieder eine Wand. Zum Einreißen. Ich habe Angst, dass die auf einmal von hinten kommen. Überall liegen Leichen rum. Da. Wow. Hä? Zweiundzwanzig Schuss haben wir. Die Tür? Nee. Ich weiß halt nicht, ne? Wie kann ich Injektion eigentlich schnell nehmen? Das kann nicht gut gehen da. Ah, das war da, wo ich gerade die Wand eingerissen habe, ne? Ich gehe mal davon aus, dass es hier irgendwann mal einen Boss geben wird. Und wir da dann keine Munition mehr haben. Die so aussehen, ne? Das sind die, die platzen. Der ist noch nicht geplatzt. Der auch nicht. Der auch nicht. Ich gehe mal davon aus, dass die... Ja. Platzt der jetzt nicht? 306. Okay. Klein Schweinchen. Ah. Warum auch immer. Es ist jetzt da, die Seite. Warum schieb ich das weg? Weil ich es kann, ne? Boah.
Oh. Hallo? Hallo? Da hängt was. Okay. Yes. Und ein Radio. Ist das unser Zeiger? Hier in der Mitte? Frequenz, die Frequenznadel? FM2 on. Ist das unser Zeiger, dem was wir brauchen für die Uhr? Ist hier verbunden mit der Tür? Das ist jetzt wieder die Musik, ne? Von Emo Mary. Was ist das? Da fehlt mir ein Rad. Und da fehlt mir ein Rad. Da haben wir ein Rad ab. Und ob wir das Rad finden, Leute, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Bis dahin. Ciao, Baba, euer Marito.